Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die Bumsbox bei mir eingetroffen und zwar ist das eine Foodbox, eine Box zum Glücklichsein und das kann ich nur bestätigen. Ich habe schon die ein oder andere Mal geöffnet und das ist jetzt die Märzbox zum Thema Picknick. Frühling ist Picknick, Leute. Raus an die frische Luft, den Frühlingsduft genießen und einfach mal mit einer Picknickdecke draußen hinsetzen und ein bisschen was snacken. Richtig geil. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch diese Bumsbox wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt vom lieben Bumsbox bzw. Boxpalast.de Team. Und deswegen kann ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Schau dafür einfach in die Infobox, da steht alles drin. Und wenn du wissen möchtest, was sich in dieser Box befindet, dann los geht's, würde ich mal so sagen. Die Box kommt eigentlich immer im ziemlich gleichen Design daher. Also du hast halt immer dieses eine Box zum Glücklichsein oben stehen. Dann ist das hier in so einem, ja, Holzmotiv und unten steht halt das Logo von der Bild am Sonntag. Genau, dann machen wir die Box auf, haben hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist und da siehst du ja schon direkt das Thema Picknick und dann werden da irgendwie diese Maxi-Salzstangen drin sein. Oh geil, Beef Fit Up, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ne? Naschen wir mal drauf los. Ach so, Achtung, ich werde hier in diesem Video essen. Manche Leute stört das, wenn Leute vor der Kamera essen, dann solltest du das Video besser nicht gucken. Oh ja, geil, die hatte ich auch schon mal in einer anderen Box mit drin. Das sind Cheese Pops und das ist mit Gouda und das ist echt geil. Das ist so aufgepoppter Käse und die sind richtig, richtig lecker. Das sind zwar nur so kleine Tütchen, aber Leute, die sind einfach lecker. Wenn ich sie hier aufmache und aufschneide, dann kommt erstmal so ein dezenter Pombeergeruch quasi raus. Hältst du die Nase aber etwas näher dran, dann riechst du, dass da auch Käse mit bei ist. Und Käse ist so geil. Das Loch ist zu klein. Egal, wir nehmen erstmal ein. Die sind natürlich relativ fettig, weil es ist einfach aufgepoppter Käse, ne? Ultra. Ich musste das Loch etwas erweitern. So sehen diese Käsebällchen aus und ich finde die so, so lecker. Ja, und ich finde, das passt auf jeden Fall auch zum Picknick, ne? So kleine Käsebällchen, die kannst du super mitnehmen. Dann musst du dir gar nicht die Mühe erst machen und Stück Käse klein schneiden. Oh, das ist herrlich. Mm. No. Hier ist etwas mit drin, was ich ganz interessant finde. Und zwar ist das von der Firma Vega Bloom Löwenzahn Honig. Was ist Honig? Ich kenne Honig. Als Brotaufstrich zum Süßen von Tee und Speisen oder zum Kochen und Backen. Vielseitig, biologisch und 100% vegan. Fairtrade, vegan. Und das hat das Ökosiegel mit drauf. Mhm. Rohrzucker? Nein, Rohrrohrzucker. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Was ist Rohrrohrzucker? Das finde ich interessant. Wasser, Löwenzahnextrakt und Zitronensaft. Hier steht dann noch so, so eine Info mit bei, wo ich kann auskristallisieren, dann kurz im Wasserbad erwärmen. Okay, also ich habe das jetzt hier klar, da ist jetzt nichts drin mit Kristallen, deswegen muss man das nicht machen. Rohrrohrzucker nach Fairtrade-Standards gehandelt, Gesamtanteil 72,5%. Rohrrohrzucker mit Mengenausgleich, kenne ich nicht. Okay, ja, wenn man das wie Honig verwenden kann, dann finde ich das cool. Dann freue ich mich drüber und ich gebe sowas unheimlich gerne in Tee. Also ich trinke Tee eigentlich nie mit Zucker, sondern immer mit Honig. Also von daher finde ich das cool. Ja, mein Honig ist noch nicht leer, deswegen mache ich den jetzt nicht auf. Mhm, wird aber geil sein. Cool, mit Löwenzahn. Löwenzahn, wer von euch kennt noch von damals Löwenzahn mit Peter Lustig? Stimmt mal hier oben ab. Daran kann man auch erkennen, wie alt ihr seid, Leute. Denn ich finde, dass das einfach so richtig Kult ist. Ne? Alles, was danach kam, war nicht mehr so geil. Also ich habe auch das Computerspiel damals gespielt. So ein Oldschool-Lernspiel, aber so geil. Ich habe es geliebt. Und habe mir dann auch irgendwann tatsächlich mal Löwenzahn-Salat gemacht und so ein Kram alle. Das war eine Sauerei. Also meine Mama war ganz schön stinkig. Auch das noch, Pechkeks. Was ist das? Steht hier nicht drauf, was das ist. Doch, Weizengebäck mit einem Zettel im Innern. Vor dem Verzehr den Zettel aus dem Keks nehmen. Echt? Okay,
Aber es fühlt sich bröselig hier drin. Oh nein, es ist vielleicht kaputt. Ich nehme mir mal ein Tuch und mach's drauf. Ach so, kein Glückskeks, sondern ein Pechkeks. Okay, ich hab's gerafft. Ja. Ja, er ist zerbrochen. Das ist natürlich schade. Okay, dann gucken wir mal, was auf diesem Pechkeks steht. Erstmal sind hier so Totenköpfe abgebildet. Total charmant, Leute. Mensch, das Einzige, was du auf der Welt verändern kannst, ist die Lage deines Kopfkissens. Ernsthaft? Aber ich finde es witzig. Ja, danke. Ja. Ne? Dann probieren wir mal dieses schwarze etwas. Okay, das hat jetzt einfach geschmeckt wie ein Glückskeks. Aber die Verpackung ist schon ziemlich witzig, ne? Also es ist mal eine niedliche Geschichte und auch der Spruch, es hat Humor. Und dann habe ich jetzt endlich ein Getränk gefunden, was jetzt sehr gut ist, weil ich habe, glaube ich, überall diesen Pechkeks zwischen meinen Zähnen. Von Windspiel Sommernachtstraum. Das finde ich ganz cool. Ist es mit so einem süßen Hund? Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, das hatte ich mal in der Barbara-Box oder in der Brigitte-Box mit drin. Bio-Erfrischungsgetränk Zitrone mit Holunderblütenextrakt aus kontrolliert biologischem Anbau. Es riecht sehr erfrischend und es scheint mit Kohlensäure zu sein, denn es hat ja gezischt, als ich das geöffnet habe. Prost! Schmeckt wirklich gut. Das schmeckt wirklich wie alkoholfreier Hugo und nicht so süß. Und ein bisschen zitronig. Also schmeckt wirklich gut. Und das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist eine coole Sache. Kann ich mir auch sehr gut beim Picknicken vorstellen. Da kann man sich auch gut so eine Dose mitnehmen. Das gefällt mir. Das Design ist auch echt schön, ne? Das muss man ja auch sagen. Es spiegelt jetzt so ein bisschen, aber es ist richtig cool. Also das ist auch sehr hochwertig. Cool. Auch mit dem Kupfer hier oben drauf. Richtig geil. Ach, guck mal. Hier ist noch so ein Pechkeks mit drin. Den kriegt gleich mein Freund. Cool. Ja. Witzig gemacht. Von welcher Firma ist das denn? Das steht da gar nicht drauf, ne? Aber der ist noch heile. Hier sind zwei Ingwer-Shots drin irgendwie. Der Original. Ich halte eins mal hier hoch, ne? Der Original-Ingwer-Trink-Shot. Der frische Kick. Mag ich Ingwer? Weiß ich nicht. Mit Ingwerstückchen, Wasser, also ja, 17% Ingwerstückchen. Oh Gott, da sind richtige Stückchen drin. Oh, das wird scharf sein, Leute. Agavensirup, Zitrussaftkonzentrat, Kartoffelstärke. Wahrscheinlich, damit das etwas dicker ist, weiß ich nicht. Pfeilwurzelstärke, Geliermittel ist agar-agar, Pektin und Salz. Sämtliche landwirtschaftliche Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. Gut schütteln, trinken und erleben. Okay, Leute, ich gönne mir mal einen frischen Kick. Gut schütteln. Oh, warte. Ein bisschen was zum Nachspülen. Und ein bisschen was zum Nachessen stelle ich mir schon mal hier hin, weil wenn das jetzt heftig wird, dann muss ich irgendwie nachspülen, Leute. Ich muss vorbereitet sein. Also, welches habe ich denn jetzt geschüttelt? Das. Ne? Dann schütteln wir das mal. Oh mein Gott. Okay, vielleicht, wenn man so eine Fahrradtour macht und sich dann irgendwie zum Picknick niederlässt und dann so ein bisschen chillt und dann braucht man irgendwie einen frischen Kick, weil man so kaputt ist. Hohoho. Oh, das riecht aber krass. Ich kenne ja Leute, die Ingwertee trinken, ne? Und die sind immer so ganz gesund. So bin ich nicht. Prost, Leute. Hey, ist das scharf. Ey, das ist krass. Oh, das ist echt krass. Huhuhuhu. Ingwer ist ja schon heftig, ne? Aber dann so einen kompletten Ingwer mal reinhauen. Oi. Oi. Ist bestimmt irgendwie eine ganz geile und witzige Geschichte, ne? Aber huh. Oh. Da kannst du doch bestimmt voll Magenschmerzen von kriegen, wenn du einen empfindlichen Magen hast, oder? Aber ob ich mich jetzt irgendwie erfrischt fühle, ich bin auf jeden Fall jetzt so geputscht, ne? Oder gepusht, weil ich ja was Scharfes in mich aufgenommen habe. Aber es ist jetzt nicht wie Chili oder sowas, aber ja, schon krass. Boah.
Würde ich aber jetzt irgendwie nicht mehr jetzt so freiwillig im Laden kaufen. Aber jetzt habe ich es da, jetzt wird es morgen nochmal geschrottet, aber muss jetzt echt nicht unbedingt sein. Da wird sich mein Freund wieder freuen. Münchner Kindel, Grillinger rauchig bayerische Barbecue-Sauce. In bester Bioqualität hergestellt von der Münchner Kindel Senf GmbH, also Eigenherstellung, in Fürstenwaldbruck. Das finde ich cool. Und dann steht es hier drauf, auf Bayerisch und auf Deutsch. Das finde ich sehr charmant. Ich kann leider kein Bayerisch. Ich habe zwar mal für eine bayerische Firma gearbeitet. Da konnte ich dann auch schon irgendwann so ein bisschen Bayerisch verstehen. Aber ja, ich lese es mal auf Hochdeutsch vor. Die königliche Soße, ein Zugewinn für jedes Grillgut. Sehr gut geeignet zum Grillen an der Isar. Im Kühlschrank aufbewahrt, nee, im Kühlschrank bewahrt die Grillsoße am längsten ihren würzigen Geschmack. Vegan und laktosefrei, ein Naturprodukt, bitte vor Gebrauch schütteln. Ja gut, weiß ich, was absetzen kann, ne? Ich probier's mal. Ich glaube, nach dem Ingwer kann mich auch echt nichts mehr schocken. Plock, 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 plock. Oh, das hat echt einen guten Barbecue-Geruch, Leute. Da kann ich jetzt eigentlich das aus dem Deckel so ein bisschen mal anpacken und dann mal probieren. Es hat echt so eine senfige Unternote. Das schmeckt gut. Ein bisschen süßlich, aber nicht zu rauchig. Und das finde ich sehr charmant. Denn ich mag normalerweise bei den Barbecue-Soßen das nicht so gerne, wenn die einfach so rauchig sind, dass du einfach nichts anderes mehr schmeckst. Und das hat auch keinen muffigen Nachgeschmack oder so. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Da freue ich mich aufs nächste Grillen und werde die auf jeden Fall da zum Steak oder zum Fleisch oder zum Hühnchen oder zu sonst irgendwas mal essen. Yum. Cool. Hier haben wir dann jetzt von Salt Lake die Maxi-Dinger mit drin. Ich glaube, jeder weiß, wie Salzstangen schmecken. Die werde ich jetzt auch nicht probieren. Die lasse ich jetzt auch einfach mal zu. Die werde ich dann aufmachen, wenn wir den nächsten Mädelsabend oder wie auch immer hier haben. Und dann kommt sowas ganz gut. Das kann man auch mega geil dippen in Zwiebeldip zum Beispiel. Zwiebeldip-Rezept. Mega. Nimm dir einfach so diese Zwiebelsuppe, die es so von Knorr oder Maggi oder so gibt, und vermisch die mit Schmand oder Quark oder Joghurt, worauf du so Bock hast. Und je nachdem, was für eine Konsistenz du haben willst, machst du auch noch ein bisschen Sahne mit dazu und lässt das über Nacht stehen und dann ist es durchgezogen und es schmeckt so, so geil. Also, ne, im Prinzip, wie du es gerne hast, ne? Eine Packung von diesem, also mache ich so, eine Packung von diesem Fix. Zusammenrühren mit einem Becher Schmand oder einem Becher wie auch immer oder saurer Sahne oder so. Mega. Oh, ne? Nur so als kleiner Rezepttipp. Ja, und das dann da rein dippen. Mega. Ich dippe auch unheimlich gerne ganz normale Salzstangen da rein, aber das stimmt, die brechen dann immer ab. Und bei den Maxi-Dingern funktioniert das super. Also, ha, richtig gut. Sind auch haltbar bis zum 31.10.2019. Das heißt, die werden spätestens an meinem 30. zum 22. Mai vernascht. Hier ist dann das andere drauf, was eben auch auf diesem Foto zu sehen war. Da, auf dem Picknickfoto. Be Fit Up. Be Fit Up quasi. 35% Protein vom Biorind. Okay. Interessant, ja. Und da sind zwei Würstchen drin. Das finde ich auch sehr cool, weil dann kann ich jetzt eins essen und eins bekommt dann nachher mein Freund. Richtig geil. Bio-Rindersalami, 100 Gramm Endprodukt, ja. Rindfleisch, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Konservierungsstoff, Natrium, Nitrit und Reifokulturen wurden aus 190 Gramm Bio-Rindfleisch hergestellt. Ja, das muss ja auch reifen. Das macht ja auch Sinn. Ach, das sind. Nee. Das ist zweimal das gleiche. Genau, ich dachte erst, es wäre zwei. Unterschiedliche. So, hier öffnen. Da ist ein Pfeil. Das machen wir doch mal. Wow. Okay, die sieht merkwürdig aus, oder? Die sieht nicht aus wie so eine Beefy oder sowas. Dafür ist die einfach von der Oberfläche her total glatt. Die sieht irgendwie aus wie so ein Wurm oder so eine Schlange oder so. Riecht sehr rauchig. Schmeckt sehr lecker, sehr mild. Und du hast nicht wie bei Beefy oder sowas dieses extrem fettige. Das hier schmeckt deutlich gesünder, obwohl es garantiert jetzt nicht so ultra gesund ist. Aber es schmeckt gut. Doch, die werde ich mir jetzt gönnen. No. Jetzt ein Nachtisch, wa? Hier hätte ich da was. Aichok, feel free. White Nougat Crisp, vegan. Oh, boah, mit Haselnusskrokant. Nom nom. Bio-Creme-weiße Haselnuss-Kakaobutter-Zubereitung mit Krokant.
Yum, 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 yum. Eine ganz lange Zutatenliste. Hat ein Ökosiegel drauf, ist vegan. Das hört sich doch sehr nett an, ne? Aber das sind wirklich alles echt super Produkte für Picknick, finde ich, oder? Findest du das auch? Kannst mal hier oben abstimmen, ob du findest, dass es passt oder nicht. Also das ist jetzt hier auch das letzte Produkt. Ich finde, die Produkte passen ganz gut. Geil, weißer Nougat. Ich liebe weiße Schokolade und so ein Kram alle. So sieht das dann aus. Dann hier so ein Öffner und Nougat. Also ich bin ein Fan von weißer Schokolade und mein Freund von Nougat-Schokolade. Und wenn sich hier unsere Interessen vereinen, ist es doch der Wahnsinn schlechthin. Oh, ich glaube, ich beiße jetzt mal ganz, ganz lässig einfach oben ab, oder? Na komm. Oh. Oh. Mega weich und zart. Die Reihe gehört mir. Und du hast ja richtig geile Haselnuss-Krokantstückchen drin. Und die merkst du, dass, also die Schokolade, die schmilzt beim Kontakt mit deiner Zunge. Wahnsinnig schön. Und dann kaust du so ein bisschen und hast dann diese mega coolen Haselnuss-Krokantstückchen. Oh, es ist super, super süß, aber so lecker. Ultra. Guckt euch die an. Ich glaube, die gibt es bei DM. Ich glaube auch bei Rewe. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, bei DM habe ich die auch schon mal gesehen. Mega geil. Oder bei Rossmann? Guckt euch die auf jeden Fall an. Die ist so lecker. So, ihr Lieben, die Box ist leer. Die Box hat mir so gut gefallen. Selbst der Ingwer-Drink. Also muss ich wirklich sagen, so als kleiner Kick zwischendurch war das auch mal ganz witzig, oder? Irgendwie war das schon geil, so im Nachhinein. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Also die Bumsbox, die kommt ja monatlich und dann hast du halt einmal monatlich so ein cooles Snackerlebnis von Produkten, wo du wahrscheinlich im Supermarkt aufgrund der Fülle dran vorbeigehen würdest. Und so hast du die Möglichkeit, mal so ein bisschen was Neues zu testen und das finde ich richtig geil. Ich liebe es. Ja. Deswegen mega geile Produkte, cooler Inhalt, geile Box und ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denk an die Verlosung, alles unten in der Infobox. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir, was dich vielleicht interessieren könnte. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich ganz doll drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!